Hallo, in dem kleinen Video beschäftige ich mich mit dem Begriff Static bei C Sharp. Und zwar kann man mit Static in der Deklaration Methoden oder Funktionen global zur Verfügung stellen. Die funktionieren dann quasi wie eine normale Subfunction, hieß es früher oder so, wo man was reingibt und dann einfach was rauskommt. Da ist kein Selbstbehalt da. Und diesen Static, den brauche ich ja eigentlich immer, wenn ich komplette Funktionen auslagern möchte. Und das zeige ich an diesem Beispiel kurz. Zumindest das verwende ich so. Wenn ich eine in meinem kleinen C-Sharp-Programm habe ich immer so lange Funktionen. Ist in dem Fall jetzt hier nur Setting von irgendein Setting, Local Setting. Das ist schon ein relativ langer Begriff und da kann auch mal was auch mit Funktion, mit sehr viel Code verbunden sein. Und den möchte ich, solche Sachen packe ich normalerweise in eine externe Datei rein. Ja. Dazu erstellt man eigentlich einfach eine neue Datei, sagt okay, ich will eine neue Klasse haben, ja, und deklariert eine Klasse hier, also die hier zum Beispiel, ja. Ich habe das aber schon gemacht. Hier habe ich quasi diese Klasse erstellt und da stelle ich normalerweise Funktionen rein, wie zum Beispiel get Setting, also hole mir das Setting oder schreibe mir das Setting, ja. Und das ist dieser gleiche Begriff, den man hier als hier drinne hat. Wo haben wir einen Doc? Da hier, so einfach so lange Codefunktion, ja. Aber wenn ich den jetzt verwenden möchte in meinem, wenn ich das als Austausch möchte und alle Funktionen dieser in der neuen Datei drin habe, dann werde ich den nicht finden. Und zwar, damit diese Klasse überhaupt eingebunden wird, die heißt jetzt ja Class Sys, ja, die ist nicht erscheint nicht. Warum erscheint die nicht? Die erscheint deswegen nicht, weil man diese Klasse, diesen Namespace, den muss man in der Zielanwendung oder Klasse, also hier zum Beispiel mit diesem, wir sind jetzt gerade bei UWP, Universal Windows Plattform, der muss ich das natürlich zuerst mal sagen, dass sie das einbinden soll. Also der Namespace wird eingebunden oben mit Using, ja. Sage ich also Embed. Ich sag mal jetzt einfach Embed von dieser Klasse, ja. Von den Funktionen, die man da hat. Normalerweise sind das ja nur ein, zwei kleine Sachen. Es gibt auch, ich habe oftmals auch so mathematische Funktionsgruppe, die geht es nur mal rein und raus. Dann, wenn ich jetzt das oben eingegeben habe, dann werde ich jetzt hier, oh, jetzt habe ich die zur Verfügung, aber wenn ich jetzt dort Methode drin habe, dann sehe ich die nicht. Und zwar sieht man die deswegen nicht. Und jetzt kommt Static zum Frage. Eine Klasse ist ja eigentlich ja, verhält sich wie ein Objekt, also normalerweise. Ein Objekt ist, ich erstelle das neu, dann habe ich, also so kenne ich es aus Visual Basic früher noch, dann habe ich hier ein komplettes Objekt und das bleibt dann auch im Speicher und dem kann man was sagen und was machen und so weiter. Jetzt möchte ich aber, um irgendwas zu berechnen, nicht jedes Mal ein Objekt erstelle, von dem ich dann was machen kann, sondern ich möchte einfach was Zahl berechnet. Ja, Zahl rein, wird verrechnet und kommt was raus. Also verwendet man Static als Dings. Hier bei Visual Basic ist das dann Shared. Das hat also quasi zur Folge, dass dieses Ding einfach statisch ist und nichts behält. Also es ist nicht wie ein Objekt im Speicher, also was ich merken kann, sondern das wird einfach, da wird was eingegeben und was ausgegeben. Und danach wird diese Funktion quasi weiter nicht verwendet. Also das wird nicht im Speicher behalten wie ein Objekt. Wenn ich das drin habe, wenn ich jetzt sage Public Static Class, also die Class ist Static, dann werden die Methoden, die man drin hat, die sieht man dann immer hier. Instanzmember können nicht in einer statischen Klasse deklariert werden, also muss ich die Funktion auch static nennen. Schwuppdiwupp, ist sehr sichtbar, ja. Public static, public static. Und jetzt kann ich natürlich hier sagen, plötzlich, wenn ich jetzt hier sage bei IntelliSense,
Und plötzlich sehe ich diese Funktion und kann diese verwenden. Ja. Ich habe sie hier schon mal eingebunden. Und mit der ersetze ich jetzt komplexe Teile wie die hier. Ja. Und damit habe ich jetzt, wenn man sowas hat, kann man sagen, also mathematische Funktionen, Datenbankfunktionen, Datenbankfunktionen, lese den Tabellenbereich. Ja, und das sind oftmals solche Codeblöcke. Also hier static, mit static kann man statische Vorgänge nehmen. Ich finde statisch ein bisschen unglücklich, aber obwohl andererseits funktioniert auch. Ist einfach was rein, raus, ohne, nicht als Objektklasse, sondern als, als Berechnungsklasse oder Anwendungsklasse. Das ist ein einfaches Beispiel. C-Sharp Static, sicherlich ist für Anfänger zum Teil, aber man braucht es halt auch oft, ja.